Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Groovy 1960. Da das ja mit meinem Märklin-Wagen, und zwar diesem Stromtriebwagen, so wunderbar geklappt hat, habe ich mich entschlossen, doch meinen alten, ich denke mal von Günther war der, herauszukramen, um ihn zu digitalisieren. Der war im Prinzip mal Gleichstrom und analog. Ich habe das mal vor Jahren versucht, auf Wechselstrom umzubauen, habe das aber irgendwann mal wieder sein lassen. Das Einzige, was er schon bekommen hat, war der Schleifer. Mehr ist nicht drin und noch eine Platine habe ich damals, meine ich, noch eingebaut. Zu sagen ist, dass dieses Modell, so wie es ist, habe ich gebraucht erworben. Auch dieses Modell hat hier eine bewegliche Brücke. Da dieser Schutz. Pantograph, der natürlich jetzt nicht elektrisch bewegt werden kann. Und auch die Beleuchtung ist hier nur angedeutet. Das stellt mich natürlich vor eine Herausforderung. Ich möchte die nämlich natürlich beleuchten, diese Sache. Hier sind die Puffer. Die muss man abschrauben, sonst kann ich das Gehäuse nicht abnehmen. Das habe ich schon mal gemacht. Auch habe ich diese furchtbaren Trix-Express-Kupplungen, die hier vorne angebracht waren, schon mal entfernt. So, dann kann es mal zum Zerlegen gehen. Ja, er geht raus. Aha, so sieht das Innenleben aus. Hier das Gehäuse. Ich drehe es mal um. Und so sieht das von innen aus. Da gibt es also keinen Antrieb, weder für die Bühne noch für den Pantograph. Das Ganze wurde lediglich so konzipiert, dass es fahren kann, was ja auch nicht schlecht ist. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ihn jahrelang in der Vitrine vor sich hin huschen lassen. Zum Einsatz kommt dieser Decoder, das ist mein sogenannter Test-Decoder. Den nehme ich, um einfach mal zu schauen, fährt das Ganze überhaupt auf meiner Anlage oder nicht, bevor ich mich dann eines anderen Decoders bediene. Vorwiegend nehme ich ja da ESO bzw. Märklin MLD oder MSD. Das werde ich dann entscheiden, wenn ich weiß, ob dieses Fahrwerk hier tatsächlich auf meiner Anlage funktioniert. Der Decoder ist für den Test eingebaut. Ich habe das einfach mal so luftmäßig verdrahtet. Ich möchte ja wissen, funktioniert den Schleifer, den ich da unten angebracht habe, funktioniert er über meine Weichen? Macht er einen Kurzschluss? Geht er die Steigung hoch? Und solche Sachen weiß ich ja jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, einfach mal einen normalen Decoder einzusetzen, um das Ganze dann zu probieren. Jetzt kommt es drauf an, ob er läuft. Kommt er über die Weichen? Thank you.
Ah, sieht vielversprechend aus. Ich denke mal, der Test ist bestanden. Jetzt kommt es noch drauf an, die Doppelkreuzweiche. Ja, auch das scheint kein Problem sein. Nach erfolgter Probefahrt muss ich sagen, das kleine Wägelchen läuft wirklich fantastisch. Jetzt kann ich den richtigen Decoder einbauen und ich habe ja, wie gesagt, diesen jetzt schon entfernt. Habe hier wieder meine Schnittstellenplatine für einen M21 eingebaut und werde dieses jetzt verkabeln. Das erspare ich euch. Kann ich es vorsichtig aufbohren. Das ist besonders schwierig. So, alle drei Bohrungen sind vollbracht. Ich kann jetzt die Ränder noch ein bisschen reinigen. Das Bohren hat sehr gut geklappt. Zufrieden. Und ihr seht, das passt. Ja, hier oben muss man noch ein bisschen nacharbeiten. Aber auch das ist kein Problem. Dass nachher auch die Leuchtdiode hier sauber rausschaut. Gut, der erste Schritt für die Beleuchtung hier wäre getan. Die Löcher sind eingebaut.
Ich habe jetzt einmal die 0805 genommen. Die passen nicht rein. Die sind zu groß. Dann habe ich die 0603er genommen. Die würden auch passen, nur gefällt mir hier der Lichtaustritt nicht. Ich habe mir jetzt überlegt, ich nehme diese Leuchtdiode und bringe die hinten an, und zwar so. Dass die im Prinzip nachher von hinten durchscheint. Die sitzt dann hinter der Bohrung. Das Ganze klebe ich dann fest, verlöte das, und ich habe dann auch mein weißes bzw. rotes Licht und eine runde Ausstrahlung des Lichtes. Manchmal ist es doch gut, wenn man mehrere Leuchtdioden zur Hand hat. Mir fiel gerade ein, ich hatte vor Monaten mir solche Leuchtdioden bestellt. Das ist eine warmweiße und rote. Die passt jetzt wunderbar hier rein. Wenn ich die von hinten durchstecke, kann ich sie so ausrichten, dass ich sogar auf dieses Streuscheibchen verzichten kann. Das ist natürlich schon der Knüller. Jetzt kann ich hier die zwei machen. Ich werde auch hier oben die gleiche einsetzen und das Rote halt nicht bestromen, damit ich die gleiche Farbtemperatur des Lichtes habe. Tja, manchmal muss man einfach Glück haben. Die Löcher sind eingebaut oder eingebohrt. Jetzt geht es darum, die Leuchtdioden in Stellung zu bekommen. Ich lege das wieder auf den Rücken. Hier habe ich die Leuchtdiode schon vorgefertigt. Wie ja schon bereits erklärt, habe ich hier um diese Kontaktfüßchen Schrumpfschlauch herumgelegt, auch hier in der Mitte, genauso wie hier, so dass im Prinzip hier kein Kurzschluss entstehen kann. Ich bringe diese Leuchtdiode jetzt hier unten einmal in Stellung. Dazu muss ich das etwas ablenken hier. Jetzt kann ich das mal so einstecken. Ja, da hinten ist noch ein Grat. Werde ich noch entfernen. Leuchtdiode hier einstecken. So. Und die andere kommt hier natürlich so hin. Jetzt kann ich mir überlegen, wie ich die Füße abschneide.
Ich wähle hier absichtlich unterschiedliche Längen, sodass die Lötpunkte nicht aufeinander liegen. So, jetzt habe ich diese Leuchtdioden hier eingebracht. Ich habe mir diese Füßchen zurechtgebogen, habe sie dann mit Schrumpfschlauch überzogen, ein Kabel angelötet, einen Lackdraht. In der Mitte ist der Plus, hier oben ist das Weiß und hier unten rot, natürlich das rote Schlusslicht. Hier unten im Kopf habe ich das auch durchgebohrt, habe auch die gleiche Leuchtdiode eingesetzt, damit ich das Weiß auch gleich hell habe. Ich opfere halt hier einfach diesen roten Anschluss, den habe ich abgezwickt und nicht benötigt. Jetzt habe ich ein Dreilicht weißes Stirnsignal. Das kann ich euch jetzt mal zeigen. Und wenn ich das Ganze jetzt bestrome, sieht das doch recht hübsch aus. Das wäre das Weiße. Und so ist es das Schlusslicht. Also ich denke, das passt schon. Jetzt kommt die andere Seite dran. Dazu werde ich hier, wie gesagt, diese Kappen abnehmen. Und dann Löcher durchbohren, um nachher die Leuchtdioden, nämlich diese hier, einzubringen. Und dann sieht das nachher so aus wie hier. Die Kabel bekommen dann einen Stecker, sodass ich das Gehäuse auch später einmal absetzen kann. Und ja, dann habe ich hier doch meinen Turmtriebwagen, den ich schon seit Jahren im Regal habe, neues Leben eingehaucht. So, das Verdrahten ist abgeschlossen. Ich habe hier auf einen Schrumpfschlauch verzichtet, da ich hier ja reinschauen kann und dann würde hier was Schwarzes sehr stark rausscheinen. Deshalb habe ich hier diese Lackdrähte miteinander verzwirbelt, auch hier, und habe hier oben Steckverbindungen angebracht. Damit ich weiß, was für eine Höhe ich hier brauche, habe ich folgenden Trick angewandt. Ich habe hier die Auflageflächen oder Erhöhungen, besser gesagt, am Gehäuse. Die liegen nachher hier auf. Deshalb bin ich mit einer Schieblehre reingegangen und habe die Tiefe gemessen, wie hoch das ist. Dann bin ich hier auf den Rahmen gegangen. Dieser Rahmen ist ja die Höhe des Ganzen und habe dann geschaut, passt das? Und es passt. Ich habe hier im Prinzip noch jede Menge Platz. Das ist einfach zu empfehlen, weil sonst hat man halt nachher das Nachsehen. Das Gleiche hatte ich auch mit meinen Leuchtdioden gemacht. Ich habe das Maß hier vorne vom Puffer abgenommen. Das ist hier der Puffer. Da habe ich auch im Prinzip hier das Maß genommen und habe dann vom Puffer bis zur Leuchtdiode gemessen. Und das hat gepasst. Wenn ich das jetzt hier so anhebe, dann seht ihr, ich habe hier noch Luft. Das passt. Und somit bin ich hier auf der sicheren Seite. Die Verdrahtung ist jetzt abgeschlossen. Das habe ich euch erspart. Das wisst ihr ja in der Zwischenzeit, wie ich das mache. Ich
habe, wie gesagt, die Kabel alle angelötet. Hier ist wieder mein Schrumpfschlauch. Das Plus habe ich diesmal nicht mit reingelegt, da hier der Plusanschluss ist an dieser Übergabeplatine. Da befinden sich ja auch, wie schon vorher besprochen, die Steckverbindungen für das Gehäuse, dass ich auch mal das Gehäuse abnehmen kann, sollte ich irgendetwas noch an diesem Turmtriebwagen verändern wollen. Ich könnte mir noch den Sound vorstellen oder die eine oder andere Umbaumaßnahme. Mal sehen, was wir da machen können. Nun kommen wir mal zum Fahrbetrieb. Wir lassen ihn vorfahren. Ja, wir lassen ihn zurückfahren. Ja, es ist etwas eingeschränkt, da ja der Korpus auf der Seite liegt. Ich habe hier jetzt, ich weiß nicht, ob man das so sieht. Ah, doch, eigentlich schon. Ich habe jetzt das Licht eingeschaltet. Er fährt vorwärts. Ich schalte um. Fährt in die andere Richtung. Und wie ihr ja das schon bei meinen Videos kennt, ich kann jetzt separat rot zuschalten. Ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen. Na doch, so sieht man's. Somit ist dieser Umbau auch geglückt. Es hat etwas länger gedauert, aber gut Ding will Weile haben. Ich werde ihn jetzt zusammensetzen und dann auf die Schiene bringen. Ich denke, auch dieser Umbau kann sich sehen lassen. Ich kann, wie gesagt, das Rot jetzt zuschalten, abschalten. Das wird dann noch gemappt. Aber im Großen und Ganzen wird dieser alte Turmtriebwagen doch richtig toll. Ich denke mal, das war die Mühe wert. Auch hier mit Licht natürlich. Und wenn ich möchte, das rote Schlusslicht. Separat schaltbar, wie gewünscht. Schön, wie er fährt. Wenn ich möchte, rotes Schlusslicht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir mal zuzuschauen, einen alten Günther Turmtriebwagen umzubauen, digitalisieren, mit Beleuchtung zu versehen. Es würde mich freuen, euch wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Danke für die Geduld und für das Anschauen dieses Videos. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.